Hallöchen, meine lieben Fußballfreunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Football Manager 23. Ja, wir haben Winterpause. In 7 Tagen oder 8 Tagen sind wieder Transfers möglich. Der Verlad geht ja. Das haben wir ja angeleiert. Für 150.000. Und ja, ich habe hin und her überlegt, ob ich mir den Marusic, ups, falsch, ich schreibe erstmal falsch, den Marusic aus Bayern 2 mir hole. Der wäre per Leihbasis dann. Jetzt hat die Frage, ob wir den auch verpflichten können für die nächste Saison. Ich denke mal schon. Aber wir wollten ja den hier sowieso haben, den Isherwood. Und da wir ja sowieso jetzt Geld kriegen, 150.000 haben wir gesagt, aber Problem ist halt, der ist 40 bis 425k wert. Der ist schon ein richtig guter Verteidiger. Ne? Ballspieler, okay, Ballannahme 9, Technik 10, ne? Passen 11, Übersicht hat er 9. Wir könnten den auch als normaler Innenverteidiger einsetzen. Das wäre jetzt kein Problem. Dann switchen wir das um in normaler Innenverteidiger. Ist auch Linksfuß. Das heißt, der Rieder müsste rechts, er spielt links. Gall ist zum Beispiel beidfüßig, ist auch schon mal praktisch. Ja, und ich dachte mir, komm, wir fragen mal doch mal an beim Vertragsangebot. Ja, die einen würden sagen, der hat doch hier noch ein Jahr Vertrag, aber ja, ich brauche jetzt einen Innenverteidiger, ne, weil den Lang, da bin ich auch am Überlegen. Den 41,5. Wollen wir mal gucken, was Darmstadt haben will. 110k plus 2x49. Ist, wenn wir denn nach Liga spielen, pro Liga, ist nach Liga-Einsätze. Sagen wir mal 50 Spieler, gehen wir mal deutlich hoch. Machen wir mal. Weiß nicht. So, dass wir unter 150k sind, ne? Machen wir erstmal 10k. Och, damit sind sie einverstanden. Ja, sehr schön. Gewinnbeteiligung bei 20% ist auch okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Abfahrt. Sehr schön. Ist halt noch die Frage wegen Dings, ne? Gehalt. Komo ist an den interessiert. Hat geringes Interesse an Wechsel. Ja, aber bei uns ist er sehr interessiert. Gehalt 310, zwischen 310 und 400. Oh. Wie viel kriegt Pilat? Ich glaube 200 oder so, ne? Ja, Stammspieler auf jeden Fall. Das will ich raus haben, aber bräuchte nicht. Gehaltserhöhung können wir mal einen runter machen. Wir machen erstmal so: 438k will der. Puh, da gehen wir mal ein bisschen runter. Okay. Auch nicht. Aber 416. Ja, 460. 460. 416 meine ich. Ist er einverstanden? Loyalitätsbonus 130k kriegt der. Beratergebühr 20,5. Ja, ist auch in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, sehr schön. Dann haben wir wahrscheinlich einen neuen Innenverteidiger, den Isherwood. Na, wie gesagt, Verlat geht, Isherwood kommt. Sehr schön. Dann haben wir in der Innenverteidigung wieder gesorgt. Ja, wegen Außenspieler habe ich ja gesagt, ne? Leipold und Co. Da müssen wir echt gucken. Como macht Angebot für Isherwood. Ablöse 135k, Gebot 72k. Oh. Ich hoffe, der kommt zu uns, ey. Ansonsten hole ich mir mal Rosic per Laie. So, wie sieht es denn hier aus? Kozuki. Weiter scouten. Floto. Alles klar. Zack. Krasniqui. Auch mal scouten weiter. Raid. Ja, scouten. 11. Woche. Da haben wir den Daniel Wein auf jeden Fall. Warum denn nicht der Dings? Der Schuranov, der hat doch 3 Buden geschossen. Papadopoulos. Ja, den will ich sowieso nicht mehr haben. Cardona. Offensiver Außenverteidiger, ne? Ja, wäre schon nice, ne? Skelin von Union Berlin.
Hat aber einen Vertrag bis 26 da, ne? Wie viel ist er wert? Muss man gucken, ne? Je nachdem, wie viel Kohle wir nächste Saison haben. Das kommt ja auch darauf auch noch an. Gosch, Flügelspieler. Außenstürmer. Ja, könnte der auch, ne? 20 Jahre alt, aber den entfernen wir mal. Den will ich nicht mehr haben. So, Franz Hübel muss auf seinen Trainerschein warten. Ja, ich entscheide das ja nicht wegen Trainerschein und so. Das machen die ja. Unzufrieden über nicht eingehaltenes Versprechen, glaube ich. Unzufrieden, dass wir bevorzugte Position in der Rolle als Flügelspieler eingesetzt haben. Ist der Punkt erreicht, denn warum? Der will unbedingt Rechtsflügelspieler. So war das Ganze nicht geplant, aber Verletzungen gehören zum Fußball dazu. Da müssten wir reagieren. Sie werden damit klarkommen müssen. Tut mir leid. Ich denke, Sie haben dort einen super Job gemacht. Das ganze Team hat von Ihrer Vielseitigkeit. Ich will eigentlich nichts über die Gründe hören. Ich würde lieber wissen, was Sie gedenken zu tun, um die Sache zu regeln. Wenn Sie nicht, Sie müssen wirklich härter werden, wenn Sie in diesem Geschäft erfolgreich sein wollen. Sie gehen irgendwo hin. Je eher Sie das realisieren, dass sie nicht immer ihren Willen bekommen, desto besser. Es tut mir leid, ich hoffe, Sie nehmen meine. Nee, komm, ey. Wenn Sie nicht in diesen Verein spielen wollen, dann werde ich Sie sicher nicht gegen Ihren Willen dazu zwingen. Ich bin ein Profi, also belasse ich es dabei. Ich bin nicht glücklich, wie Sie angegangen sind. Ja, komm, ey. Dann hat die Beziehung belastet. Belastend. Ja, was soll ich machen? Ne? Kann ja nicht jeder seinen Willen kriegen, ne? Ich muss das ja anpassen, ne? Wenn, dann muss er ja Dings, ne? Der hat ja auch eine Kaufoption, glaube ich. Weiß aber nicht mehr wie hoch. 1,6 Millionen oder so. Irgendwie so war das. Bokake. Box to Box. Ja. Antizipation ist halt nicht so gut, ne? Er ist aber vielseitig, ne? Der Bokake sehe ich gerade. Er könnte sogar im Sturm spielen. Könnte, aber. Ah, von den Werten her ist das eher so ein. Ja, zurückgezogener Spielmacher, würde ich schon sagen. Kann man den einsetzen höchstens. Abfindung 0 Euro. Warum 0? Ach so, ja. Ups. Wegen Dings, weil sein Vertrag ausläuft, ne? Ja, die haben alle Vertragsende. Herr Bernhard? Queen's Park Rangers. Aber der will doch so viel Gehalt, ne? War das nicht so? Ach Mann, jetzt bin ich falsch draufgekommen. Wo ist der nochmal? Hier, Bernhard. Berater. Ja. War klar. Ja, siehste, können wir nicht. Ischabot haben wir angeboten. Benna, warte mal. Ja, wisse. Ist nicht interessiert, aber ja klar. So, Spielerverträge laufen aus. Ne? Tim Rieder, Hiller. Ach, Hiller, genau, den wollten wir ja Vertrag anbieten. Ne? Vertrag sollte höheren Teamstatus widerspiegeln. Niklas Lang. Geworgian hat ein gutes Potenzial. Greilinger, höheren Vertrag. Nee, den will ich nicht mehr haben, ne? Die anderen haben alle nur Optionen, ne? Aber später entscheiden. Später entscheiden. Ja, Stendera würde ich auch gerne einen Vertrag anbieten, ne? Ist halt die Frage. Ich mache das alles später.
Großes Potenzial. Ja, muss ich erstmal gucken, ne? Wie gesagt, ich muss erstmal wissen, wie viel Kohle ich habe. Den werde ich wahrscheinlich sowieso nicht. Und zack, zack. Zack. So, Mitarbeiterverträge. Sportdirektor. Ja, eigentlich der Sportdirektor, ne? Ganz ehrlich, ich mach das doch nicht. Das sollen die doch machen. Habe ich doch so eingestellt, dass die Mitarbeiter das machen sollen. Bei Mitarbeiter habe ich keine Lust zu verhandeln. So, Scouting abgeschlossen. Ugino! Ja, den werden wir rauspacken wahrscheinlich. Den werde ich wahrscheinlich sowieso nicht holen, zack. Ribeiro, ja, das ist ein guter Spieler, ne? Bis 26 Vertrag wäre mir zu teuer. Wäre so ein Erstligaspieler, wenn dann der Ba ist noch Stürmer. Ja, 26 Jahre alt. Spielt bei Bochum. So, wer ist das denn? Jack Bien. Müssen wir erstmal scouten, Dude. Bevor wir da was machen, Moyano ist Mittelfeldspieler, spielt in Alcorcón, das ist in Spanien. Da können wir auch mal scouten. Zack. Kommen jetzt die neue Spieler da. So, 31 ist da. Boah, ich hoffe, der Isherwood kommt, ey. Ich hoffe. Boah, bitte, Isherwood, komm zu uns, ey. Isherwood. Jawoll! Ja, Budget angleichen, zack. Jawohl, der Isherwood kommt. Sehr schön. Der kommt zu uns. Einer geht weg, einer kommt. Das ist immer gut. 1860 könnte Hiller verlieren. So, es gibt viele Spekulationen über die Zukunft von Marco Hiller, da sein Vertrag in Kürze ausläuft. Können Sie etwas Neues zu diesem Thema sagen? Immer müsste der für den Verein von oberster Dringlichkeit sein. Beantworten. Es dürfte klar sein, da ist eine gewisse Distanz zwischen Verein und Marco. Nein. Die Unterschrift unter einem neuen Vertrag ist genauso wahrscheinlich wie ein Abgang. Wir hatten keine wirkliche Chance, von Angesicht zu Angesicht darüber zu sprechen. Ich glaube nicht, dass er den Verein in naher Zukunft verlassen wird. Boah, Verhältnis sehr eng. Ja, sagen wir das. Aber Hiller könnte einen neuen Vertrag unterschreiben. Was? Hiller könnte einen neuen Vertrag unterschreiben, sagte Mikelovic. So sieht's aber aus. Aber wie gesagt, wir warten jetzt erstmal ab, bis alle weg sind, weil dann können wir weiter gucken. Wir müssen ja einige Verträge verlängern. Es ist ja nicht nur Hiller. Stendera würde ich ja auch gerne Vertrag verlängern. Dann den. Wenn noch. Wicht, genau, Wicht würde ich auch einen neuen Vertrag anbieten. Genau. Unzufrieden mit Leipolds Vereinbau. Boah, Junge! Er muss dort spielen, damit er sich vernünftig weiterhin eine gute. Wir können, ich verstehe, muss das machen, was für die Mannschaft das Beste ist. Genau. Wir kommen hier nicht weiter. Ich gebe es auf. Ich habe noch andere Sachen. Ja, wie oft willst du mit mir darüber reden, lieber Knecht? Ganz ehrlich. Wer ist das denn? Botis. Ach so. Vereinslos. Ja, gut. Okay. Macht Angebot für Markowski. Na, ist auch nicht so, ne? Start der Transferfrage. Frage von Altemeier. Gibt es nur, wird es in der Woche irgendwelche Transfers geben? Nö, ich werde mich nicht zu äußern heute. So. Jetzt müsste er doch hier angepasst sein, ne? Oder? Da tue ich mich da. Wir gucken mal kurz. Ne, Verlat ist noch da, okay. Dann warten wir kurz. Ja, wie gesagt, da muss ich warten. Begrüßt zwei neue Spieler. Utrecht hat. Genau. Jetzt ist halt die Frage, bald. Ich würde den gerne. Weiß ich nicht. Soll ich den als normaler Innenverteidiger einsetzen? Ich bin echt am Überlegen. Oder. Jetzt bald spielen. Na, ey. Ah komm, wir machen den als Ballspieler.
Fokus, Beweglichkeit, Schnelligkeit. Auf jeden Fall was mit Passen und sowas. Deckung, Stellung, Spiel, Entscheidung. Beziehung ohne Ball, Angriffstitel. Nee, Passen. Übersicht, Passen, Technik. Genau, da haben wir es doch. Okay. Rückennummer, zack. Kaderregistrierung, zack. Und Hilla um Begrüßung bitten. So. Sheffield Wednesday bietet. Achso, Probeding. Macht Angebot für Raid. Ja. Yeah. Da haben wir noch nicht genaue Daten. Ne? Angebot für Botis. Wer? Vertrag anbieten. Achso. Muss sein Trainerschein warten. Ja. So, Scouting. Oh, 328k haben wir jetzt nur. Warum das denn? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Wem denn Isherwood verpflichtet? Wie viel hat der Verlad bekommen? Aber wir gucken noch mal. Nö, gibt das nicht. Gibt keine Position. Ja, verschlankern nicht. Sagen wir mal das. 928k, warum haben wir denn so wenig jetzt? Ah, oder der Verlad hat wirklich weniger verdient. Er kann auch sein. Ja, wir müssen gucken, wie viel Geld wir nächste. Oh, Isherwood verletzt. 8 Tage bis 3 Wochen. Oh. Fängt ja schon gut an mit dem Isherwood. Der ist verletzt. Eieieiei. So, er ist ja auch wieder zurück. Ne, ich bin aber mit den. Ah, Vertragsverlängerung, ne? Ah, ich bin am Überlegen, Leute. Wir müssen noch ein paar Vertragsverlängerungen machen. Der verdient 174k, ne? Sollen wir den schon mal? Ja, komm, wir fragen den schon mal. Sie wollen die Vertragsverhandlung mit dem Spieler beginnen, ohne vorher sein Berater. Sind Sie sicher? Nein. Dann Berater. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ist zu viel, was die wollen. So viel Geld habe ich nicht. Ey, was stellen die sich denn vor, ey? Wie viel Gehalt wir hier haben. Das Einzige, was wir machen können, ist das hier. Ja, wir müssen warten. Ganz ehrlich, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen warten, bis alles safe ist und dann wir das Budget für die nächste Saison bekommen. Dann können wir es handeln. Weil, wie gesagt, ich würde gerne Schuranov behalten. Dann Hiller behalten, Stendera behalten, ja, Leipold und so, da müssen wir echt gucken. Ist halt die Frage, ne? Volles Talent, ey. Augsburg hat Interesse an den. An den Devin. Zu viel. Das ist alles zu viel, ey. Wir haben nicht so viel Geld, das ist das Problem. Das ist ja das große Problem, liebe Leute. Verträge, Verträge. Ja, ich glaube, wir machen doch nicht die ganze Winterpause in der Folge, weil dafür ist hier viel zu viel zu tun. Genau, so Donzel. Ja, können wir alle mal scouten. Wir gucken uns die alle mal an. Ole hoch, defensiver Mittelfeldspieler.
Ja, für 21 Jahre ist er eigentlich ganz gut, ne? San Yang, Flügelspieler. Nee. Mann, ich nehme immer das Falsche. Nee. Auswahlliste entfernen. Eoa. Ist auch ein guter Spieler, ne? 105k, ey. Ja. Hat noch kein Spiel gemacht. Ja, können wir mal auf die Auswahlliste setzen. Ja, wir haben den 1. Januar auf jeden Fall. Ja, da würde ich sagen, wir machen dann in den nächsten Folgen die Testspiele alle. Ja, machen wir auch so. Ne? Ja, wie gesagt, allzu viel werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Karlsruhe hat Angebot für Markowski, sollen sie machen. Ja. Frau Zibel angeschaut. Ischerwood. Krankheit, 5 bis 7 Tage. Ja, Vereinsarzt übernimmt. Report, der. Gute Besserung. Das heißt, er spielt gegen Duisburg auch nicht. Auch ein Ex-Verein von ihm. Oder? Weiß ich jetzt immer. South Francis. Auch ein guter Spieler. Nachwuchsspieler. Gucken wir mal. Joa, 20 Jahre. Ja, Boxe, Box, naja. Wird war dann andere zurück? Nee, vorgeschobener, ne? Ja, vorgeschobener, okay. Ja, man könnte den auch, ne? Entwickeln. Dann machen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen die Testspiele. Auf jeden Fall dann. Ja, machen wir dann. Ja, Rieder. Rieder werde ich wahrscheinlich gehen lassen. Hiller. Ja, Hiller würde ich gerne behalten. Hiller und Stendera, die beiden. Ne? Ja, Sür würde ich eigentlich auch behalten, ne? Weiterverfolgung, ja. Ich finde 21k bis 543k. Scouting abgeschlossen, Kozuki. Weiter scouten. Lotto. Auch weiter scouten. Krasniqui. Extraklasse für die Regionalliga. Gucken mal, Pressner Stürmer. Nicht unterstützen, Angriff. Ah ja. Nee. Auswahlliste entfernt. Zack. Brauchen wir nicht. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wir müssen echt gucken, wie wir da machen mit den Vertragsverlängerungen. Das Einzige, was ich mir vielleicht hier noch. Torwart, ne? Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch. Strafraum, Kontrolle 10, Kommunikation 10. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist hier wie ein Kretschmann, ne? Dass wir den dann einsetzen. Ach, mitspielender Torwartangriff. Okay, aber gucken wir mal. Ballername 4, Excel. Ah, schwierig, ne? Schwierig, schwierig. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen, ne? Mit Hiller. Wir gucken mal. Wie gesagt, wir anscheinend müssen wir echt gucken, wegen Budget nächste Saison. Das heißt, wir müssen abwarten, bis wir das sicher kriegen mit dem Budget. Weil 328k, keine Ahnung, warum wir so wenig haben. Na, das ist die Frage. Ja, anscheinend wegen dem Vertrag, weil da doch ein bisschen mehr rauskommt als wie gedacht. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Aber gut, so sei es. Wir warten ab. Ich hätte dann doch lieber den Marusic ausleihen sollen. Weil der Ischabo zu viel schluckt an Geld. Aber gut, Ischerwood ist auch ein guter Spieler eigentlich. Ne? Wir gucken mal. Wie gesagt, je nachdem, wie wir jetzt in dieser Saison abschneiden werden, da wird auch unser Gehaltsbudget und Transferbudget erhöht. Ja, da müssen wir auch gucken dann.
In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir die Testspiele gegen Duisburg und Westfalia Herne. Und ja, und danach beginnt auch schon wieder die Saison. Wieder die Rückrunde. Von daher, ich sag so lange Tschüss und bis dann.